All right. Good afternoon. Thank you very much for being present today. We have another deal on a Fit for 55 file that was reached, late last night or early this morning, how we want to put it. So this is the Renewable Energies Directive, and I have here Rapporteur Marcus Pieper, who will present the details of the deal and, of course, will be available to take your questions. Yeah, thank you very much. Due to the fact that we have interpretation, I can switch to my mother tongue. Ja, danke, dass Sie der Einladung hier heute gefolgt sind. Es ist vielleicht mal etwas anders, weil Europa mit dem Tag heute, wir haben ihr dann mit echten Projekten ausgestaltet. Aber was, wo, wie, wann bleibt den Mitgliedstaaten selbst überlassen. Und diese Freiwilligkeit, diese Anreize zieht sich eigentlich durch die ganze Richtlinie, auch beim Thema Holz. Holzbasierte Biomasse war ein großer Streitpunkt in der Erneuerbaren Energienrichtlinie. Hier sagen wir, dass es beim Holz einen Dreiklang geben muss. Der Wald als CO2-Speicher, der Wald als Zulieferer für die Möbelindustrie, Sägeindustrie, der Wald aber auch als Energielieferant. Wir sagen aber nicht, ihr dürft nicht mehr irgendwas verbrennen. Wir sagen, es gibt, wenn ihr künftig qualitative, hochwertige, runde Stämme verbrennen wollt, gibt es keine Förderung mehr. Ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied, dass wir auch hier im Grunde den Waldbauern zu Hause es überlassen, wie sie mit diesen neuen europäischen Vorgaben umgehen. Maßstab ist das sogenannte Kaskadenprinzip. Das heißt, erst wird das hochwertige Holz in eine Verwertung geführt, in ein Möbelstück oder wie auch immer. Und die Teile, die dann am Holz sind, die dürfen nach bestimmten Rangfolgen dann auch verbrannt werden, das heißt als Energie genutzt werden. Wir haben hier aber auch einen sehr ökologischen Rahmen vorgegeben, der etwa beim Ausmaß von Harvestern, die durch die Wälder fahren dürfen, bestimmte Grenzen setzt, der beim Kahlschlag bestimmte Grenzen setzt. Also auch hier eine gewisse Freiwilligkeit, ein Anreizsystem, um in den europäischen Wäldern dann auch das Größtmögliche an Energie herauszuholen, aber eben auch mit Blick auf CO2, auf Nachhaltigkeit, entsprechend für Nachwuchs der Bäume zu sorgen. Letzte Bemerkung, auch hier Freiwilligkeit im Vordergrund. Was wir machen, einen neuen Rahmen für Genehmigungsverfahren. Wir sagen den Mitgliedstaaten, ihr könnt die europäische Gesetzgebung, wenn sie etwa im Artenschutz die Haselmaus, ich weiß nicht, was Haselmaus auf Englisch heißt, aber die Übersetzer werden es wissen, die Haselmaus schützen, dann ist es künftig nicht mehr so, dass eine einzelne Haselmaus einen ganzen Windpark gefährden kann, nämlich dann nicht, wenn die Population der Haselmäuse in Europa gesichert ist. Dann darf dieser Windpark trotzdem gebaut werden. Ich finde, das ist auch ein guter Rahmen. Nach meiner persönlichen Einschätzung wird das dazu führen, dass die Genehmigungsverfahren, die im Schnitt im Moment für Windparks 5 bis 7 Jahre dauern, künftig vielleicht noch 1 bis 3 Jahre dauern. Also auch da ein echter Turbo. Und wir sagen sogar, wenn die Mitgliedstaaten innerhalb von 12 Monaten bestimmte Projekte nicht genehmigt haben, dann gilt das Projekt als automatisch genehmigt, sogenannte Positive Silence. Also das sind viele neue Dinge, die, wie ich finde, ausnahmsweise mal mit einem unbürokratischen Europa verbunden sind, mit einem beschleunigten Europa und das ausgerechnet im Bereich erneuerbare Energien. Deswegen ist das heute wirklich ein sehr guter Tag für die Energiewende in Europa. While I look a little bit in the room if there are any questions right here. I would like to remind those online to please raise your hand if you would like to ask a question and identify yourself when you start speaking. So are there any questions in the room?
Yeah, please go ahead. We'll take one question and then online. Bonjour, Amine Hachemi, Euromag. Je suis aussi d'originaire d'Algérie. J'avais participé à l'époque à un projet qui s'appelait Desertec, où on avait essayé d'étudier justement le potentiel du solaire, puisqu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde court derrière l'Algérie pour le gaz, le pétrole et les autres. Mais le solaire fait partie des énergies, même si M. Elon Musk a fait un tweet en parlant de ça. Est-ce que dans les énergies renouvelables et dans les autorisations que vous allez promotionner, parce que ça, ce sont des solutions à court terme, est-ce que le solaire et les pays du voisinage pourront être appelés à un échange et à développer ces possibilités-là? Merci. Ja, da hat es Streit gegeben im Europäischen Parlament, inwieweit wir eine Strategie für Importe, Energieimporte, Wasserstoffimporte zulassen. Wir als EVP sind immer der Meinung gewesen, die müssen wir nicht nur zulassen, die müssen wir aktiv fördern, weil wir künftig etwa 70% des grünen Wasserstoffs aus anderen Teilen der Welt brauchen. Und wir haben in der Tat als Europäische Union etwa 70 Länder, die sich interessieren, der Europäischen Union, den Verbrauchern hier, der Industrie, Wasserstoff zuzuliefern. Und ich glaube, es ist zum ersten Mal gelungen, dass wir in einer verbindlichen Richtlinie eine Importstrategie für die Mitgliedstaaten einfordern, die die Europäische Union regelmäßig zu koordinieren hat und weiter zu entwickeln hat. Sie werden wissen, dass die Europäische Union vor 4 Wochen etwa eine Wasserstoffbank gegründet hat, neben der Europäischen Investitionsbank, wo es um privates Kapital geht, und den Rechtsrahmen, um diese Importe auch so diversifiziert wie irgendwie möglich. Wir wollen ja nicht in neue Abhängigkeiten rein, wir wollen aus vielen Ländern das importieren, das mit Entwicklungshilfe, mit Technologietransfer verbinden. Und dafür gibt es mit der Erneuerbaren Energienrichtlinie jetzt zum ersten Mal auch einen Rechtsrahmen, der das konkret einfordert. Okay, thank you very much. I would like to take a question from online now. John Anger, can you please push the speak button? Hi, John Anger from Bloomberg News. Thanks for the briefing. Did you run the deal on hydrogen in industry past France and Germany before agreeing to it? And so are you confident that there won't be any last minute objections like we saw with e-fuels? And just secondly, if I may, on biomass, will burning wood still qualify for subsidies under this deal? Thank you. Also beim Holz hatte ich ja mit angefangen, dass wir ein Kaskadenprinzip, das heißt die Verwertungsrangfolge des Holzes von dem qualitativ hochwertigen Baumstamm, den man überall in der Möbelindustrie etwa, in der Bauindustrie nutzen kann, bis hin zum letzten Zweig zur Wurzel, eine Verwertungshierarchie in diese Richtlinie reingeschrieben haben. Und je hochwertiger das Holz ist, also je mehr ich es auch in der Möbelindustrie nutzen kann, umso weniger Geld bis gar kein Geld an Förderung gibt es mehr für diese Holzsorten. Allerdings ist holzbasierte Biomasse uneingeschränkt weiterhin als erneuerbare Energie auch anrechenbar. In großen Teilen nicht mehr förderfähig, aber eben als erneuerbare Energie anrechenbar. Das ist der Kompromiss auch gewesen, den wir eingegangen sind, um hier den Wald so gut es wie irgendwie möglich ist, auch energetisch zu nutzen, aber gleichzeitig eben auch eine gewisse Nachhaltigkeit einzufordern. Beim Thema E-Fuels, ich kann nur sagen, auch zum ersten Mal mit der Erneuerbaren Energienrichtlinie haben wir heute Quoten vorgegeben. Wir haben eine 5,5% Quote bis 2030 vorgegeben, verbindlich, die aus sogenannten fortschrittlichen Biokraftstoffen entstehen muss. Das sind also ganz besondere Reststoffe von Pflanzen, die dafür nur in Frage kommen. Oder eben aus AFNBOs. Das sind künstlich erzeugte synthetische Kraftstoffe, die man aus Wind und Sonne macht. Und für diese beiden Kraftstoffarten haben wir bis zum Jahr 2030 5,5% vorgegeben. Ich finde, das ist auch
echt mal ein Signal für Technologieoffenheit, dass wir nicht alles einseitig immer auf Elektrifizierung setzen. Und ich bin geradezu stolz darauf, dass es gelungen ist, im Europäischen Parlament und auch gegenüber dem Rat dafür Mehrheiten zu finden. Eine solche Quote hat es noch nicht gegeben. Okay, thank you very much. I would like to take another question now online. I have Frank Hütten. Frank. Yes, hello, Frank Hütten from Deutsche Verkehrszeitung. Can I ask my question in German? Yes, of course. Ja, danke schön. Warum gibt es zwei Möglichkeiten für Unterziele im Verkehr? Also einmal eine Reduktion der Treibhausgasintensität oder ein Anteil am Gesamtenergieverbrauch. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Zielen und wie kann das praktisch umgesetzt werden eigentlich im Verkehrssektor? Und dann diese angesprochenen Unterziele im Verkehr von 5,5% Advanced Biofuels und davon nochmal 1% RFNBOs. Sind das Unterziele, die sich dann auf den Gesamtenergieverbrauch beziehen oder wie ist das zu verstehen? Danke. Also die letzteren beziehen sich auf den Kraftstoffverbrauch im Verkehrsbereich. Da haben wir ein kombiniertes Ziel, wie ich eben erläutert habe, aus fortschrittlichen Biokraftstoffen und AFNBOs, insgesamt 5,5%. Mindestens 1% aber synthetische Kraftstoffe, nur aus Wind und Sonne. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage hat etwas mit Berechnungsmethodik zu tun, wie man CO2-Ziele, CO2-Reduktionen im Verkehrsbereich tatsächlich misst. Dass es da einen Unterschied gibt zwischen sogenannten Treibhausgasemissionen und AIS, ich weiß noch nicht mal, wofür das Kürzel jetzt steht. Auf jeden Fall sind das unterschiedliche Berechnungsmethoden, die von den Mitgliedstaaten jeweils genutzt werden. Etwa 20 nutzen die AIS-Methode und 7 nutzen die GHG-Methode. Unterm Strich geht es aber nur darum, dass man eine Messgröße entwickelt, wie man CO2-Emissionen tatsächlich dann auch messen kann, die Reduktion von CO2-Emissionen. Die unterschiedlichen Bewertungssysteme in den Mitgliedstaaten traditionell gewachsen, das sind diese Kürzel, die Sie gerade vorgestellt haben, Herr Hütten. Right. Just looking in the room, are there any questions still here? There at the back, please introduce yourself. Bonjour, je vais poser ma question en français, Grégoire Laurie, Euronews. Vous n'avez pas mentionné le nucléaire. Est-ce qu'il est quand même compris dans quelle est votre réaction? Il est compris dans cet accord, selon vous? Also ich habe schon ein paar Pressekontakte heute gehabt und die haben immer als erstes von der Atomkraft gesprochen. Deswegen wundere ich mich, dass jetzt die Frage so spät kommt. Es hat einen Vorstoß gegeben im Rat einiger nuklear dominierter Länder, die eine Bevorzugung haben wollen des nuklear produzierten Wasserstoffs, roter Wasserstoff, gegenüber dem Low-Carbon-Wasserstoff aus Erdgas, CCS und so weiter. Eine Bevorzugung haben wollen, was die Anrechnung von grünem Wasserstoff in der Industrie betrifft. Diesen Vorstoß gab es und wir sollten nun eine Berechnungsmethode zulassen, die der Rat uns angeboten hat, um dem roten Wasserstoff auch einen bevorzugten Zugang in die Industrie zu ermöglichen, also den atomar erzeugten Wasserstoff. Wir haben als Europäisches Parlament das nicht akzeptiert. Das ist ein netter Versuch der Kernkraftstaaten. Ich finde aber auch hier muss es ein Level Playing Field geben. Warum soll man den roten Wasserstoff gegenüber dem blauen Wasserstoff bevorzugen? Wir haben jetzt gesagt, die Eintrittsschwelle, bevor ihr sowas verrechnen dürft, die ist so hoch, dass es vielleicht sogar uninteressant wird. Und wir haben uns als Methode überlegt, dass wenn ein Mitgliedsland, Frankreich, Deutschland, Polen, wer auch immer, nachweisen kann, dass sie unseren vorgegebenen Pfad der erneuerbaren Energien, 42,5% bis zum Jahr 2030, wenn sie das schaffen, wenn sie das nachweisen können, dass sie on track sind, dann können sie diese Verrechnungsmethoden anwenden. Diese Schwelle ist aber so hoch,
dass das, ich glaube, im Moment nur ein einziges Land, das dürfte Schweden sein, anwenden kann. Und die Länder, die es unbedingt wollten, für die trifft es nicht zu. Das heißt, dieser Vorstoß der Kernkraftländer ist am Widerstand des Europäischen Parlaments nicht gescheitert, aber doch sehr, sehr, sehr erschwert worden. All right. Thank you very much. I would take another question online. Philipp, please. Push this big button. Hopefully you can hear me. I have to admit I'm not 100% sure then. So hydrogen produced by nuclear power would be considered or would not be considered then a renewable. And I think you're kind of suggesting that it would only be possible in the case of Sweden. And maybe just in terms of biofuels, there's obviously been some discussion about whether, for example, palm oil and particularly soy could be used in future as a biofuel. Clearly, they're not non-food. But what is the position there in terms of the compromise reached? Also beim Palmöl und beim Soja haben wir einen schnelleren Ausstiegspfad beschlossen. Das auch gegenüber dem Rat durchgesetzt. Wohl wissend, dass im Moment WTO-Verfahren das in Frage stellen könnte. Aber uns ging es um das politische Signal, dass wir im Bereich Landnutzung in diesen Ländern auch ein nachhaltiges Vorgehen empfehlen. Und deshalb haben wir basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt der neueren Zeit einen beschleunigten Ausstieg empfohlen. Ob das trägt, der Rat hat es mitgemacht, die Kommission letztlich wollte es nicht, aber wir haben es durchgesetzt. Das muss man jetzt mal im weiteren Verlauf der Gesetzgebung, der Bewertung der Gesetzgebung, was die Rechtsdienste dazu sagen, sehen, aber es ist ein Vorstoß des Europäischen Parlaments, mindestens aber ein politisches Signal. Die zweite Frage, nein, roter Wasserstoff, also Wasserstoff aus Kernkraft, wird nicht auf grüne Umweltziele, auf die Ziele der erneuerbaren Energien angerechnet. Nein. Aber wir haben außer dem Overall Target, also dem Hauptziel, jedes Mitgliedsland muss 42,5% erreichen, auch sogenannte Sektorziele in der Industrie. Da geht es darum, dass die Industrie im Jahr 2030 40% grüner Wasserstoff aus Wind und Sonne produziert, nachweisen muss. 42% ist unsere Vorgabe. Und in diesen Bereich wollten die Kernkraftländer rein, um dort auch den roten Wasserstoff indirekt, das ist jetzt viel zu kompliziert, aber ich sage mal, um auch in diesem Bereich den roten Wasserstoff als grün anerkannt zu bekommen. In der Industrie anerkannter grüner Wasserstoff zählt aber nicht für die Erreichung der erneuerbaren Ziele. Ich weiß, das ist verdammt kompliziert. Das war aber so ein Trick der Kernkraftländer, um in diesem Bereich Land zu gewinnen, um dann auch in der Industrie zu sagen, so, wir haben doch hier CO2-freien Wasserstoff und bitte klassifiziert den auch als grün. Und so wie wir jetzt vorgegangen sind, das können wir alles machen, wenn Frankreich oder Deutschland oder Polen den Beweis erbringen, dass sie die 42,5% erneuerbare Energie erreichen. Das ist das Overall Target. Dann können Sie anfangen, innerhalb der Industrie zu verrechnen. Und genau diese Schwelle erreichen die allermeisten Länder eben nicht. So, und deswegen ist dieser Vorstoß fast wirkungslos geblieben und wird in der Gesetzgebung, wie ich voraussage, kaum eine Rolle spielen, was die konkrete Anwendung solcher Fälle betrifft. Okay. We have time for a couple more questions. I see one online, one in the room, and then I will take two more questions online, and then we can stop. Please, go ahead. Consul, as can you
I ask the question in English. I would like to understand better this. Actually, you mentioned Sweden. If I understood well, and I was dealing with something else, and so I really ask you to be simple and clear on this, but it's a detail that is very important. Why Sweden? Because Sweden has already a very strong presence of renewables. I mean, what is the threshold? Is there a threshold that these countries have to reach in the production of electricity and the kind of, and the source they use for the electricity in order to use nuclear for the for reaching these objectives? Is this the point? Can you explain well this point? Because it's very important to explain to our readers what actually you have decided. Thank you. Ist genau der Punkt. Schweden ist ja im Bereich CO2 sehr gut aufgestellt durch sehr, sehr viel Wasserkraft und sie werden von da und viel Windkraft. Sie werden von daher die, ich weiß nicht, ob sie es nicht schon haben. Ich glaube, die haben sogar schon die 40% Quote, die wir eigentlich erst bis, die haben schon über 50% jetzt schon erneuerbare Energien. Mit anderen Worten, für die gilt tatsächlich diese Regel schon jetzt, dass sie in ihrer Industrie auch den roten Wasserstoff zu einem bestimmten Anteil anrechnen lassen können. Aber Schweden ist eine Ausnahme. Also es wird noch etwas Zeit dauern, bis Finnland da reinwächst und bis dann vielleicht als nächstes Belgien oder Frankreich kommt. Das werden, also ich werde es jedenfalls nicht mehr erleben. Das wird 20, 30 Jahre, na gut, 20 Jahre schaffe ich noch, aber 30 weiß ich nicht, wird das sicherlich dauern. Go ahead, please. So is this measure conceived and designed in order to avoid to have investments in nuclear in competition with investments in renewables? Nein, das ist ganz klar ein Kampf um die Standortgunst innerhalb Europas. Die Standortgunst auch zur Produktion von grünem Wasserstoff. Sie erinnern sich vielleicht an den Delegated Act zur Definition von grünem Wasserstoff, wo diejenigen Länder, die stark elektrifiziert sind, dafür aber wenig CO2 brauchen, schon jetzt erleichterte Bedingungen bekommen haben, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, Frankreich darf schon jetzt alle Windkraftanlagen, Solaranlagen nutzen, um grünen Wasserstoff zu produzieren, während Deutschland oder Italien diese Anlagen erst neu bauen muss, die sogenannte Additionalität. Damit verschiebt sich die Standortgunst zur Produktion von Wasserstoff innerhalb Europas Richtung Frankreich, aber auch in Richtung skandinavische Länder. Das war der erste Paukenschlag, den die Franzosen und andere hier in den letzten Monaten hingekriegt haben. Der nächste Versuch jetzt über die erneuerbare Energienrichtlinie nochmal etwas herauszuholen, wenn man mit wenig CO2 elektrifiziert. Aber da haben sie die Rechnung ein Stück weit ohne das Europäische Parlament gemacht. Das heißt, wir haben nicht nur wenig CO2 als Bedingung, sondern wir sagen eben auch, ihr müsst on track sein mit dem 42,5, jetzt hätte ich fast Grad gesagt, Prozentziel, 42,5% Ziel der Europäischen Union bis 2030 die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist eine Bedingung. Es gibt weitere Bedingungen, aber ich glaube, ich würde Sie weiter verwirren, wenn ich das jetzt hier noch erkläre. Das könnten Sie dem Leser schon gar nicht mehr erklären. Thank you. I see a few more hands raised online. What I would suggest, please ask only one question. And do you agree to take three questions in one go? And then you can answer quickly, and then we can wrap up. So please, I will call the names. So no more raising the hand button. I'm sorry. Just three questions. So first, Simon Pickstone, quick question. Hello.
Hello, can you hear me? Yes. Hi, this is Simon Pixton from Endura. I had a very quick question about biomass subsidies. As I understand it, indirect subsidies through things like tax breaks would still be allowed for wood burning. Is that correct? And would you say that undermines the deal to phase out direct subsidies? Thank you. Can we quickly take a question from Jakob? If you're connected. Greece, what are the financial implications in terms of subsidies? Can we be a bit more precise on that, please? Thank you. Thank you. And a very last question from David, please. Schon gefragt ist, aber würden Sie Ihren Antrag zur Ablehnung des Delegierten Aktes wieder im Plenum erneut einbringen? Danke. Ich fange mit der letzten Frage an. Da habe ich einen anderen Hut aufgehabt. Ich bin ja Berichterstatter des gesamten Parlaments für die Erneuerbare Energienrichtlinie und beim Widerspruch gegen den Delegated Act im Industrieausschuss. Ich habe eben eine Konsequenz beschrieben mit der Verschiebung der Standortgunst an die Ränder Europas. Da war ich EVP-Mitglied, auch Sprecher in bestimmten Bereichen und habe das als Mitglied des Industrieausschusses mit 9 oder 10 anderen eingebracht. Wir haben leider nur ein Drittel der Stimmen erreicht. Aber was wir erreicht haben, schon alleine durch diese Aktion ist es uns jetzt auch in der Erneuerbaren Energienrichtlinie gelungen, richtig Aufmerksamkeit zu kriegen, die Kommission auch so ein bisschen in Sorge zu versetzen, machen die das vielleicht nochmal jetzt im Europäischen Parlament. Und wir haben ja schon mal eine Abstimmung zur Definition von grünem Wasserstoff sehr, sehr knapp mit 4 Stimmen Unterschied gewonnen, zum Entsetzen der Kommission und anderer Länder. Machen die das jetzt nochmal? Und das haben wir natürlich genutzt in den Verhandlungen zur Erneuerbaren Energienrichtlinie. Und siehe da, wir haben eine Review Clause in einem Artikel festgelegt, dass der gesamte Delegated Act Ende 1927 überprüft wird, ob die Vorgaben für Additionalität, geografische Korrelation und Gleichzeitigkeit, das ist alles fürchterlich jetzt vom Vokabular, aber ich glaube, die Herren, die da gerade gefragt haben, die wissen genau, was ich meine, ob diese Vorgaben dann tatsächlich so tragfähig sind, dass der in Europa produzierte Wasserstoff global im globalen Wettbewerb überhaupt eine Chance hat. So, und mit diesem Einspruch im Industrieausschuss haben wir, glaube ich, die Akzeptanz dafür geschaffen, dass wir diese Überprüfungsklausel in einem Artikel der Erneuerbaren Energienrichtlinie durchgesetzt haben. Kleiner taktischer Schachzug, der aber funktioniert hat. Dann zu den finanziellen Konsequenzen. Ich sehe gerade Timo Wölken, der hier ist, der weiß das viel besser. Der hat nämlich die Erneuerbaren Energienrichtlinie speziell auch für den Bereich Biomasse betreut. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass wir das allermeiste Holz nach wie vor als erneuerbare Energie anrechnen lassen können, dass wir im Bereich finanzielle Förderung aber Einschränkungen machen. Das gilt natürlich einmal oder würde gelten, hätten wir noch ein EEG in Deutschland. Das wird aber insbesondere gelten, wenn diese Anlagen wenn diese Holzsorten in großen Verfeuerungsanlagen verbrannt werden sollten, wenn dafür Energie genutzt wird, dann wird es zum Bau dieser Anlagen kein Geld mehr geben. Und dann wird man wohl auch diese Holzsorten, wenn sie denn hochwertig sind, tatsächlich in den europäischen Emissionshandel einbeziehen. Timo, du musst mich korrigieren, du bist ja gleich dran, aber ich habe es richtig gesagt. Also das ist jetzt die Änderung, die wir jetzt auch mit diesen eher qualitativen Holzarten haben. Und ob das dann bis hin zu Steuererleichterungen geht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, ungerechtfertigte Steuererleichterungen darf es dann für solche Holzsorten auch nicht geben. Da würde auch das europäische Beihilferecht da einen Riegel vorschieben. That's it.
Thank you very much. That's it. Thank you very much for coming, and congratulations again for the deal. Thank you.